Ja, hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Zwischenprojekt hier auf meinem Kanal Swiss Nerdkultur. Und ja, meine Lieben, ja, was soll ich sagen? Ich habe ja damals bei diesem Jahresvorausblick, sag ich mal, was ich dieses Jahr machen will, schon gesagt, es können einige Zwischenprojekte reinkommen. Und ich dachte, auch wenn ich dieses Spiel schon einmal angefangen habe und dann abgebrochen habe, dachte ich einfach so, ich fange jetzt neu an und hoffe, es gefällt euch auch. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, denn wie gesagt, sobald Ratchet & Clank rauskommt, heißt es auch für uns, dass wir dann dieses Abenteuer machen, was nicht heißt, dass wir dann hier nicht weitermachen. Aber schauen wir mal, wie weit es wir kommen. Wir starten natürlich eine neue Reise. Und da ich eigentlich nur das. Ja, da ich eigentlich nur die Story genießen will, gehen wir einfach mal auf Story-Modus. Später können wir gerne noch auf Jedi-Ritter gehen. Nicht, dass ich faul bin oder nichts drauf habe, um Gottes Willen. Durchgespielt, das erste Mal habe ich es auf Jedi-Ritter. Aber auf Meister und Großmeister habe ich mich nie herangetraut. Aber gehen wir mal auf Story-Modus. Und ich hoffe wirklich, dass euch dieses Projekt gefällt. Ja, dann mal los. Ungern dein Rhythmus, Karl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Karl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. So, und los geht's. Wie gesagt, dieses Projekt wurde schon einmal aufgenommen, aber wir kamen da ja nicht so extrem weit. Und ganz ehrlich sein, Freunde, dieses Spiel ist eines der besten Star Wars Spiele, die überhaupt entwickelt wurden. Und vor allem auch die Kulissen sind richtig geil. Also hier zum Beispiel schon nur. Wie dir das? Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig kein Lokal gesehen. Ja. Ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Meine Güte, ist das geil.
ich kann es 10 bis 20 Mal durchspielen. Alles okay? Boah, wow, passt ja, doch auf, Leute. Okay. Aber die Leiter ist weg. Ui, das ist geil. Ich improvisiere. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Aber kein zugelassener Müll. Ui, so. Die mein S-Projekt nicht gesehen haben, wundert euch nicht, wenn ihr es nicht mehr finden würdet. Vielleicht werde ich dann die ersten Parts, die ich mit diesem Spiel gemacht habe, auch rauslöschen. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. So. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Also das Level-Design vom ersten Level finde ich schon mal richtig geil. So. Hey Kerl, boah, der ist ja richtig... Klingt gut, bin in Kürze dort. Das ist ja richtig schnell beim Klettern. Das Gefährliche. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? So, mit schönem Anlauf. Ich spiele natürlich da wieder an der PlayStation 5. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das hier sich besser steuern lässt. Dieses Teil muss schwer sein. Was ich auch bei diesem Spiel sehr, sehr mag, ist dieser eigene Stil, den sie da reingebracht haben. Schon nur am Anfang. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Schon nur am Anfang, das Intro ist ja auch ganz anders als das, was man ja eigentlich aus Star Wars kennt. So diese Einleitung. Und das finde ich aber ziemlich erfrischend. Wow. Alles okay? Bin noch da. Oh Gott, das geht hier runter. Fertig. Moment, ich mach das. Ich bekäme richtig Muffensausen, wenn ich da hoch müsste. Ein falscher Tritt und... Es ist ein Jedi-Jäger, ein Volltreffer, ein echter Schutz am Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi, echte Tragödie.
Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, nur damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Ah, jetzt wird meine erstmal eine Runde gerutscht. Au! Frog, alles okay? Kerl, ich komm nicht raus! Frog, durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass dich los! Ich kann nicht mehr! Frog! Nein! Alles okay, Frog? Mir geht's gut. Ich sitze nur fest. Kein Pilot. Wenn es mir auf, durchhalten. Vorsicht, Kerl! Achtung! Fliegen! Moment! Frost, geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Das, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein gutes Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. 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 Der kann von Glück reden, dass ihm nichts passiert ist. Alles okay bei dir? Ja. Du? Ja. Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also. Ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Wohnung. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade Arscher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl.
Ja, der kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass ihm nicht mehr passiert ist. Wäre sein Bein wirklich nur das Bein und nicht noch dieses diese Metallschiene dran, wäre wohl sein Bein ziemlich übel zugesetzt worden. Bei diesem Metalldings da. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, mit der Erwähnung von... Wo bist du hin? Von Nar Shaddaa, wurde sozusagen jetzt auch Nar Shaddaa in den Kanon aufgenommen, weil diese Stadt ja bisher nur in... Oh, geil. Bis jetzt nur in dem Spiel, in so Spielen wie Knights of Old Republic vorkam. Und das, meine Freunde, gehört ja leider nicht offiziell zum Kanon. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Leutnant Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstliches zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Seh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Ja! Verprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung! Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier,
Hey, du musst das Jedi! Oh ja, ein Jedi. Oder noch ein Padawan, beziehungsweise. Und zack, weg bist du. Okay, kommt. Sayonara, der Erste. Und tschüss, der Zweite. Na dann schieß mal. Wenn du überhaupt den Mut dazu hast. Und tschüss. Insbesondere ist auch die Handhabung mit den Machtkräften in diesem Spiel richtig geil, da man nicht gleich von Anfang an alles kann, also man ist wirklich noch ein Padawan und wird mit der Zeit immer stärker und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja, mein Lichtschwert, mein. Direkt da! Habt ihr das gesehen? Ist da jemand? Ganz egal wer! Hilfe! Und tschüss! Ich hab's geschafft! Das war's! Ich bin geliefert! Mitten in die Fresse. So. Und raus da. Wow. Fast runtergefallen. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich. Die, die es noch nicht wussten, das ist nicht irgendwelches Gekritzel da, sondern das ist wirklich eine Sprache, die man lesen kann. Wenn man das Auerbesch ABC kann, kann man tatsächlich da lesen, was hier steht. Ich mache mir zum Beispiel jetzt ein wenig diese Mühe, dieses Alphabet zu lernen, da ich das ziemlich interessant finde. Oh Gott, da sind ja diesmal ziemlich viele. Also kommt her. Und tschüss. Klar, es ist auch leicht, also ist nicht gerade eine große Sache. Aber ich schon sagte, ich will ehrlich gesagt die Story einfach genießen und vielleicht später werden wir dann umschalten. Geh nach vorn, halt den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Salven nach vorn. Jetzt! Oh Gott! Schneller! Ah! Der ist hier! Ich bin bereit für dich! Ah! Tja, wurdest du wohl von deinen eigenen Leuten umgebracht, ne? Du heilige Scheiße! Ich muss runter! Nein, nein, nein!
Ach du! Wow! Das ist übel! Das ist wirklich übel! Ich kann nur rauf! Ich glaube fast, das Imperium hat sein Vermögen ausgegeben an Reparaturen, wenn sie eine Verfolgungsjagd gemacht. Gemacht haben. Ach. Nein, hast du gesehen, auf was für ein Zug ich gerade stehe? Der wird in Stücke geschossen. Na dann schieß, wenn du schon ausweichen willst. Ah, so. Euch beide erledige ich auch noch. Nummer 1 und Nummer 2. Na gut, der hat mich jetzt auch noch getroffen. Was jetzt? Der Zug hält? Stimmt, er hält mal an. Das Rutschen ist immer noch ziemlich scheiße. Für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst. Dein Untergang rückt näher. Au! Oh.
Deine Geduld hat Grenzen. Das könnte stundenlang so weitergehen. Und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Sia Janda. Und das ist mein Captain, Breeze Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Das sagt einer, der deinen schlafenden jungen Mann beim Schlafen zusieht. Alles klar, ne? So, dann weiter mal. Sorry, dass ich im Moment nicht gerade so viel reden kann, aber das Spiel erfordert wirklich still zu sein, da es ja auch, ja. Gehen wir zuerst mal zum Captain, mal schauen, was der uns da zu sagen hat. Grease? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Ich mag Grease. Ist ein schrulliger kleiner Kerl.
Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Ich wusste gar nicht, dass man damit aufhören kann. Ich kannte deinen Meister, Gerald T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist dir jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Ja, dann wollen wir doch mal los, ne? Mal sch... Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Wir haben gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist auch etwas, was wir hier in diesem Spiel sehr oft bekommen, so Fähigkeitspunkte. Die nehmen wir dann für neue Fähigkeiten und ja. Ah, oh, süß, die kleinen Biester. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. So, mal schauen. Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Kerls Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. An Speicherpunkten kann sich Kerl ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Ja, sehr gerne. Machen wir auch gleich. Am Anfang steht uns da nur eines zur Verfügung, und zwar das hier, Oberkopfheb. Und wir können uns das auch anzeigen lassen. Das ist eine richtig praktische Fähigkeit, so eine Art stärkerer Angriff. Wenn ich da schon... Oh, hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch! Hast du das gehackt? Danke. Tja, das kann nun mal ein Droide.
Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Ah, was ist denn das? Habt ihr dieses Vieh gesehen? Dein aktuelles Ziel ist immer auf der Holokarte von BD-1 angezeigt. Experimentiere mit den Befehlen der Holokarte. Zum Beispiel bewegen. So. Zoomen. Und drehen. So. Geht's nun weiter? Jawohl. Auf der Holokarte werden auch unerforschte Wege und wichtige Landmarken angezeigt. Schließe die Holokarte, wenn du bereit bist, um fortzufahren. Ja, klar. So. Dann wollen wir doch mal. Irgendeine auch hier. Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Auch hier wieder diese Landschaft, dieses Level ist richtig geil aufgebaut. Wie hast du das gewusst? Dann meditieren wir mal. Fürs Speichern. So. Na, dann wollen wir doch mal weiter im Text. Vorsicht da drüben! Oh, sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Ja. Durchhalten Sie die Eins, ich komme. Was willst du denn? Was stehst du da, Männchen? Das Vieh köpfe ich ja gleich. So. Alles okay? Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schön. Der Scrum-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Da hast du recht. Kodo, egal wer hier gelebt hat, naja, hat es. HBD? Hat wohl solche. Das ist zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Hat wohl solche Forschungen gern betrieben. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Sehr eng. Ah, sehr gut. Wird schon gehen. Mhm. Ein Schlafplatz. Ja, da muss sich irgendein Jedi. Also dieser Jedi, der muss ja einige interessante Sachen gemacht haben hier. Habt ihr da noch was? So, dann wollen wir doch mal. Au! Oh ja, das tut weh. Ja, mir geht's gut. Au! Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön, und auf ein neues. Oh. Okay.
Hier, komm an Bord. Also wenn Star Wars etwas kann, ist es immer wieder süße neue Droiden reinbringen. Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Eine Ruhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Na, natürlich. Wo willst du hin? Was ist es? Ein neuer Sender, Eno Cordova. Man kann hier natürlich auch das Lichtschwert verändern. Hat zwar keinen Einfluss auf die Stärke, aber ja. Seilrutsche. Die große Kluft. Oh. Du hast alles kartografiert. Einige Wege sind Cal versperrt, bis er über die Euphonia. Wechsel die Ansicht, um andere Bereiche in der Karte zu markieren. Ah, okay. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. So, wir haben ein neues Ziel bekommen. Wir wollen ja da natürlich jetzt weiter. Und tot. Oh, na gut. Was war da drin? Ein neuer Poncho. Ich mag die Ponchos nicht. Die sind... ich weiß auch nicht. Ich hätte lieber eine geile Jedi... ein geiles Jedi-Gewand oder so, aber... gibt es hier leider keine. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. So, sprechen wir mal. So. Ja, Freunde. Ausruhen. Ruhe dich aus, um Leben und Macht zu regenerieren. Du kannst dich nicht ausruhen, um deinen... Du kannst dich nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Was? Ach so. Ruhst du dich aus, respawnen deine Gegner. Okay. Naja, nee, lassen wir mal. Ja. Das war's jetzt auch mal schon für den ersten Part. Wie gesagt, das ist nur jetzt, ich will dieses Projekt einfach jetzt nochmal aufnehmen, neu auffassen und ja, werde es diesmal auch durchziehen. Trotz meinen Kieferschmerzen, die eben immer noch vorhanden sind. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Like da. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und abonniert mich doch auch, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann, ja, nächsten Monat das Projekt Ratchet & Clank Rift Apart nicht zu verpassen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie weit kommen wir da eigentlich bei diesem Spiel. Und ja, Freunde, trotz dieser schweren Zeit, die gerade weltweit gerade vorhanden ist, bleibt mir gesund. Achtet auf die anderen und wir sehen uns später wieder beim nächsten Part von Star Wars Jedi Fallen Order und ciao!